Hallo, hier ist wieder Wolfgang, euer Mr. Moneypenny mit den Themen rund um Versicherungen, Baufinanzierung und Geldanlage. Heute mit dem Grundlagenthema zur Immobilienfinanzierung, die wesentlichen Zinsfaktoren. Ein Haus oder eine Wohnung kauft sich nicht jeder und die wenigsten gleich mehrfach. Und kaum einer ist in der Lage, seine Immobilie Cash zu bezahlen, sodass er zur Bank gehen muss, um sich eine Finanzierung zu besorgen. Natürlich möchte man bei der Immobilienfinanzierung gern ein Schnäppchen machen. Man muss nur wissen, dass wenn man einen klitzekleinen Baustein der Angebotsanforderung ändert, der Zins in dem Darlehen sich entsprechend stark verändern kann. Die beiden wesentlichen Faktoren, die den Zins eines Immobiliendarlehens beeinflussen, sind der Beleihungswert und die Zinsbindungsdauer. Ihr habt euch mit dem Verkäufer über einen Kaufpreis geeinigt. Herzlichen Glückwunsch, damit ist der erste Schritt getan. Jetzt kommt es darauf an, zu überprüfen, wie die Bank den Wert dieser Immobilie betrachtet. Denn leider gibt es unterschiedliche Betrachtungsweisen, wie wertvoll eine Immobilie ist. Ihr als Käufer habt natürlich die eine Vorstellung davon, welchen Wert die Immobilie hat. Der Verkäufer selbstverständlich eine ganz andere. Und dann gibt es noch das Finanzamt und den Gutachter. Zu guter Letzt die Bank, die natürlich eine völlig andere Betrachtungsweise hat, welchen Wert diese Immobilie haben könnte. Ihr seht also, es gibt nicht den Wert für eine Immobilie, sondern es kommt immer auf die Sichtweise des Betrachters an. Da die meisten Immobilienkäufer die Immobilie nicht Cash bezahlen können, sondern ein Bankdarlehen benötigen, kommt es leider auf die Betrachtungsweise der Bank an. Es gibt Banken, die nehmen den Kaufpreis, der notariell vereinbart wird, gleichzeitig als Beleihungswert. Andere Banken nehmen erstmal pauschal vom Kaufpreis einen Abschlag von 10% und sagen, dass dies ihr Beleihungswert ist. Und dann gibt es noch Banken, die eine Umrechnung des Kubikmeter umbauten Raumes nehmen oder ein Substanzwertverfahren oder Ertragswertverfahren, sodass man bei den verschiedenen Varianten auf unterschiedliche Beleihungswerte durch die Bank kommen kann. Hat die Bank das Objekt für sich eingewertet, kommt es jetzt darauf an, wie viel Prozent dieses Beleihungswertes ihr eigentlich finanzieren wollt. Wollt ihr nur bis zu 60% des Beleihungswertes von der Bank haben, bekommt ihr das zinsgünstigste Darlehen, das ihr euch vorstellen könnt. Denn solltet ihr irgendwann mal eure Zins- und Tilgungsrate nicht mehr bedienen, kommt das Objekt gegebenenfalls in die Zwangsversteigerung. Dort könnte die Immobilie einen 40-prozentigen Wertverlust erleiden und die Bank ist noch immer zu 100% mit ihrem Darlehen besichert. Wollt ihr aber zum Beispiel 80 oder 90 oder bis zu 100% des Beleihungswertes finanzieren, gibt es erhebliche Zinsaufschläge und die Finanzierung wird entsprechend teurer. Daher mein Tipp als Mr. Moneypenny. Die Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notarkosten und Grundbuchkosten sollten unbedingt immer aus dem Eigenkapital bezahlt werden. Nach Möglichkeit sogar mindestens 5% des Immobilienwertes, damit ihr maximal 95% durch ein Bankdarlehen finanzieren müsst. Denn ansonsten gibt es Zinsaufschläge und das Ganze wird entsprechend teuer. Der zweite wesentliche Faktor, der den Zins eines Immobiliendarlehens beeinflusst, ist die Zinsbindungsdauer. Wenn ihr in eurem Darlehen eine 2%ige Tilgung vereinbart habt, dann seid ihr natürlich nicht nach 25 Jahren schuldenfrei, sondern es dauert entsprechend lange. Je nachdem, wie ihr glaubt, dass die Zinsen sich in den nächsten Jahren entwickeln, ob sie steigen oder fallen, solltet ihr mit der Bank eine entsprechende Zinsbindungsdauer vereinbaren. Aktuell haben wir sicherlich historisch sehr, sehr niedrige Zinsen und eine Zinsvereinbarung sollte mindestens 10, wenn nicht sogar 15 oder 20 Jahre dauern. Nach Ablauf einer Zinsbindungsdauer könnt ihr entweder die Restschuld komplett an die Bank zurückzahlen oder eine neue Zinsvereinbarung bei dieser Bank oder bei einer neuen Bank ein neues Darlehen eingehen. Ganz wichtig, ein Immobiliendarlehen kann während der Laufzeit weder geändert noch getilgt werden oder es fallen entsprechende Vorfälligkeitsentschädigungen an. Wenn ihr also bestimmte Bausteine wie Sondertilgung, Tilgungsaussetzung oder andere Besonderheiten haben wollt, muss das unbedingt im Darlehensvertrag vereinbart sein, ansonsten hat es für euch keine Gültigkeit. In diesem Video haben wir über die wesentlichen Zinsfaktoren gesprochen. In einem der nächsten Videos geht es um das Thema Grundbuch und den kompletten Ablauf einer Immobilienfinanzierung. Bis zur nächsten Woche, euer Mr. Moneypenny.